Willkommen zum neuen Projekt Forest Gym. Wir haben vor, Sortis und ich, irgendwie im Wald alles zu sammeln, was wir finden und dort Sportgeräte zu machen, wie man das auch so kennt beim Gym. Und ja, einfach mal ausprobieren, draußen Sport zu machen. Kommt mit, wir müssen jetzt erstmal irgendwie einen Platz suchen, wo wir denken, da könnten wir uns aufbauen. Tja, das wird lustig. Dann mal kurz zur Ortschaft. Also wir sind hier bei einem Waldstück angekommen, wo sehr viel Schrott rumliegt. Und das ist perfekt für uns, oder nicht? Ja, voll. Wir können das halt nutzen für kreative Sachen. Genau. Wir bauen uns da einfach unsere Fitnessgeräte aus Holz, aus dem Wald, Schrott und allen möglichen Kram zusammen. Ja. Ich zeige euch mal den Schrott und ihr könnt ja jetzt schon mal raten, was würden die da irgendwie draus bauen können. Das wird Hammer. Ihr könnt auch selber Ideen reinschreiben von wegen, ey, mit dem Ding, was ich da gesehen habe bei euch im Hintergrund, da könnt ihr was Gutes draus bauen. Und dann machen wir das. Ja, schaut mal. Das sind so diese Sachen, die wir hier gefunden haben. Wir haben hier einmal so einen riesen Ring, was auch immer wir damit machen möchten. Wir haben hier Metalldraht. Könnte man was befestigen, irgendwas Geiles? Hier, da hinten noch die Dachziegel. Ja, wir haben hier Gewicht. Das heißt, das könnten wir auch stemmen, wenn wir möchten. Interessante Sachen auf jeden Fall. Ich zeig mal ein bisschen euch den Schrott. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Also wir haben hier vielleicht noch einen kleinen Ring. Was auch immer das da ist. Was ist das? Guck mal. Können wir auch Seile durchspannen? Da können Seile durch, ja. Das befestigen wir am Baum. Da muss man mal gucken. Und dann könnte man da irgendwas raus basteln. Da hier alle Bäume einfach nur gerade nach oben gehen und die einzigen Astgabeln irgendwie 20 Meter in der Luft sind, haben wir uns gedacht, wir machen hier auf jeden Fall eine Klimmzugstange hin. Das ist breit genug für uns. Und wo haben wir die? Ach, da einmal. Hier haben wir noch so eine Ast und auf der anderen Seite und hier. Und hier haben wir uns überlegt, ich sag mal, lasst euch mal überraschen. Also wir werden die ersten ganz primitiven Sportgeräte werden wir jetzt erstmal hier hinkleistern. Wir werden einfach mal gucken, wie wir das hinbekommen. So gut wie es geht, ne? So gut wie wir es hinkriegen. Ich hab richtig Bock. Auch wenn es ein scheiß Tag ist heute vom Regen, aber Leute, seid dabei, unser Forest Gym wird Form annehmen, ich sehe das. So Leute, ich habe jetzt hier eine Säge dabei. Wir werden jetzt erstmal einen schönen Stamm finden, dass wir das gleich so, ne, an der Klimmzügestange ranbauen. Und ja, das ist nicht so einfach, weil hier ist alles sehr morsch. Wir nehmen kein frisches Holz, wir nehmen nur kaputtes Holz. Und Sortis hat hier schon ein paar Seile dabei. Ja, ich habe hier verschiedenste Seile, jetzt nicht so viel. Aber da kriegen wir schon eine Menge von hin. Also das hier ist ein Kletterseil. Und das andere sind halt so, ja, ich sag mal, günstige Seilchen. Mal gucken, was wir damit hinbekommen. Die Sonne kommt ja auch schon wieder raus. Richtig cool. Ja, ja, wir brauchen jetzt die guten Ast, ja. Wo kriegen wir den Ast her? Ja. Achso, der muss auch schön glatt sein, dass wir schön. Der darf nicht zu dick sein, aber der muss stabil sein. Was ist das denn hier? Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Ach was. Eine Metallstange. Ah! Geil. Ich hab eine Metallstange einfach gefunden. Das ist ja perfekt. Die ist ein bisschen verbogen. Man könnte. Ja, ist ja sehr rostig, ne? Ja, da musst du Handschuhe haben. Ne? Das machen wir. Die ist geil. Okay, dann nehmen wir die. Die ist geil. Brauchen wir doch kein Holz. Ja, deswegen, hier gibt es so coole Sachen und Stuff. Okay, perfekt. Wow. Okay, dann müssen wir die festmachen. Schau mal hier. Weil das könnten wir nutzen. Und da vielleicht die. Ja, mal schauen. Mal gucken, Leute. Das haben wir schon mal. Das ist jetzt zum Sichern, zum Schützen, dass der Baum nicht verletzt wird. Müssen wir nur aufschneiden. Ja, Leute, jetzt probieren wir mal aus. Ob das überhaupt möglich ist, wie ich das vorhabe. Ja, auf jeden Fall. Überlege ich, wie ich das mache. Ich muss das, glaube ich, noch mal durch die Mitte teilen und dann nehmen wir jeweils für die Hälfte, da kommt da dann die Stange. Doch, die Hälfte auf, also einmal. Genau. Und dann machst du es einfach um Baumklappen. Ah, so. Ja. Ich schneide das hier so durch. Weil hier geht es auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, das sieht doch gut aus, genau. So habe ich mir das auch gedacht. Genau. Leute, das ist doch mal was. Perfekt. Geil. Ja, was mit dem anderen ist schwieriger. Ja, der ist halt breiter, ne? Der ist breiter. Da musst du halt Kraft haben. Ja, den kriegst du gar nicht rum. Aber ich brauche Handschuhe, Alter. Das sticht so richtig. Danke. Ah, perfekt. Das könnte wirklich klappen. Wir müssen eigentlich hier rauf. Wir müssen das erstmal ein bisschen krumm biegen, dass wir das gleich am Baum besser ranpacken. Ich hoffe, dass es jetzt nicht bricht, aber das wäre schade. Ja, ist doch, ja, ist doch ein bisschen gedehnt. Ein bisschen gedehnter, ja. Viel Glück. Ja, ich bin zu klein. So, das musst du, glaube ich. Let's go. Okay. Ja, schon fast. Ja, ja, das sieht gut aus. Oh yeah. Woo! Oh. Super Sortis. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ich habe das Gefühl, dass der gleich abstimmt. Stimmt, wir müssen da jetzt ein Seil befestigen. Ja. Super. Woo. Okay, wir werden das jetzt erstmal befestigen. Das Ding, dass es da nicht wieder rausfällt. So machen. Zack. Hier einen Knoten dran packen. So. Hey, das ist richtig geil. Dann haken richtig die Seile dran. Fertig. Ja, perfekt. Super. Da kommt die Stange jetzt mal so langsam ran. Ja. Ja, eins muss man sagen, ne, bei so einem Gym, das Positive dabei ist, man hat ein Dach, das heißt, man kann auch bei schlechtem Wetter Sport machen. Leute, das Video klingt geil, Mann. Gleich können wir schon Sport machen. Weil wir bauen erstmal beim ersten Video hier erstmal alles auf, den Gym. Und dann beim zweiten Video, Leute, wenn ihr neugierig seid, wie es weitergeht, geht auf den Kanal auf uns und da ist das zweite Video, hoffe ich mal, bald auch dabei. So, genau, von oben, jetzt hier rum, von oben. Ja, jetzt drehe ich die einmal. Aha. Okay. Jetzt kannst du den Rest machen. Das dünne Seil ist schon heftig, wenn wir uns da ranhängen. Mal gucken, ob das hält. Ja, das ist ja nur erstmal. Achso, du willst noch ein dickes, am besten, auf jeden Fall ein dickes noch an. Ja, nur erstmal, dass wir es hängen haben, dann können wir besser arbeiten. Ja. Es regnet wieder. Ja, dann mach mal, ich binde hier weiter. Dann kannst du ja die Kameras kurz in Sicherheit bringen. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zuflucht suchen unter unserem provisierten, selbstgebauten Shelter. Ne? Ja. Es ist echt, regnet auch gerade wieder voll. Ja, ich muss jetzt erstmal die Kamera wegpacken, Leute. Es hagelt wieder. Ja, Leute. Ordentlich am Hageln. Klasse, jetzt sitzen wir hier. Ja, es ist natürlich genial jetzt zum Bauen. Ja, aber wer will, der will, ne? Ja, unser Gym muss weiter. Wir sind noch nicht fertig mit dem Wald. Wir sind noch nicht fertig, aber der Wald ist mit uns fertig. Es hört die ganze Zeit nicht auf zu regnen. Wir haben jetzt einfach das da errichtet und da kommen jetzt die Sachen rein. Einfach mit der Isomatte und Dachziegeln, die hier rumlagen. Was? Weil wir müssen ja auch irgendwo unterkommen und wir gehen dann einfach hier runter. Ja, die Sonne kommt raus, Leute. Wir werden jetzt das befestigen mit einem dickeren Seil. Das ist das schöne Stück Seil. Ja, ich würde, glaube ich, wirklich einfach nur einen Knoten rein. Soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ja, mach mal. Pass auf, wenn du das jetzt hier rumwickelst irgendwie. Ja. Wenn du jetzt hier rumgehst. Ja. So, dann kannst du hier drunter gehen. Okay, ja. Warte. Jetzt hier und jetzt nochmal drunter. Und dadurch ziehst du das fest. Ach, boah, das ist so lang. Du kannst jetzt hier nach hinten festziehen und dann nach oben. Ach, hey, wie geil. So. Soll ich einmal ausprobieren? Schön, dass ihr hier seid. Habt ihr auch so Lust wie wir, Sport im Wald zu machen? Hält doch, geil. Ja, passt. Lassen wir erstmal so. Hat voll was. Reicht doch komplett. Ich würde nicht mein Leben da dran vertrauen, aber für eine Klimmzugstange würde es funktionieren. So, hier kann man jetzt richtig gut Pull-Ups machen und Chin-Ups.
Ja, Leute, das erste haben wir schon mal geschafft und das werden wir auch in der zweiten Folge auch richtig nutzen und richtig uns erschöpfen und schön nutzen. Aber jetzt werden wir erstmal das Butterfly nachbauen. Los geht's! Let's go! So, jetzt müssen wir aber nochmal durch die Hälfte teilen. Ja, wir werden das jetzt so machen mit dem Butterfly. Wir machen jetzt nur ein, das heißt, wir ziehen das mit einer Hand und wechseln einfach. Ne? Und wir rauchen nicht zwei, das ist ein bisschen zu viel. Wir haben jetzt das hier gefunden. Auch ein Stück Metall, da können wir schön das Seil hier reinpacken und so dann auch eine schöne, ja, ne, eine Möglichkeit haben, dass so der Baum nicht verletzt ist. Ich werde jetzt das so am Baum befestigen mit dem Seil und das wird unser Butterfly-Seil. Da kommt ein Gewicht dran und ein Stock, dass wir auch das so ziehen können. Aber ich muss erst mal klettern. Let's do it. Hopp. Oh, ist das rutschig. Ach du Scheiße. Wie mache ich das überhaupt? Ich würde dir gerne helfen, aber ich muss ja filmen. Ist das rutschig, Leute. Okay, nichts verlieren jetzt. Okay, ich werde das jetzt hier rauflegen. Zack. Gucken, wie ich das hier jetzt befestige. So, Leute. Ich werde das erstmal mit diesem Loch erstmal versuchen, das hier zu befestigen. Ja, mach das lieber nach unten. Ja, mach ich gleich. Ach so, du machst erstmal, okay. Ja. Gut, hier der. Das läuft echt besser. Ja. Zack. Hier. Das muss richtig sitzen. Siehst du das? Hier, ja, ja. Das ist schon mal sehr geil. Das muss richtig sitzen, Mann. Ja. Ich befestige das jetzt hier. Ja, wir melden uns gleich wieder, wenn wir das fertig haben. Ja. Okay, jetzt drehen wir das. Ja. Zack. Und hier kommt jetzt die nächste Schlaufe rein, die mir Sortis jetzt geben muss. Ja, warte. Da unten haben wir sie. Hier ist das Seil. Das ist auch vor allem sehr krasses. Das ist ein richtiges Kletterseil. Hier. Danke dir. Das ist unser bestes Seil. Das habe ich in Bayern gefunden. Geil. Okay, so sieht das jetzt hier aus, Leute. Jawohl. So, der Extremtest, ich häng nicht dran. Ja, mehr Gewicht machen wir eh nicht dran, ne? Ich vertraue dir jetzt. Ja. Geil. Hält? Ja. Hammer. Hält. Alles klar, dann komm mal runter. Hey, Leute. Leute, das ist so geil. Wir haben das beste Gewicht für unseren, ja, ja, für unsere, ich sag mal, Einhand-Butterfly. Wirklich, ey, dieser Wald ist voll mit Schrott. Hier, schaut mal. Schaut euch das an. Kette mit einem riesen Stein. Den werden wir hier, guck mal, wie nah aber das bei für uns ist. Für eine Hand ist das sehr anspruchsvoll. Ja, dann nehmen wir die zweite Hand. Let's go, Mann. Hammer. Let's go. Das bedeutet, wir machen hier den Stein dran. Alter, ich weiß nicht, was hier passieren wird, ne? Also das ist definitiv zu viel Gewicht. Aber ey, lass einfach mal gucken, was passiert, ne? Ich glaube, ich werde das mehrfach wickeln. Einfach nur aus Schutzgründen. Dann gehe ich hier oben durch. So. Krass, du kennst dich ja richtig aus mit Knoten. Hammer. Ja, ich mach Bushcraft und Survival. Achso, wenn ihr wissen möchtet, wie man Knoten macht, ich verlinke Sortis Kanal in der Videobeschreibung. Ich hab ja ein Knotenvideo. Ach was, ja cool. Ja. Dann schick ihn, dann packe ich das einfach in der Videobeschreibung. Jo. Ja, cool. Danke. Ja, Leute. Fertig. Test Nummer 1. Also ich habe keine Ahnung, was hier passieren wird jetzt. Ob das überhaupt geht bei dem Gewicht. Ich guck da oben hin, ey. Boah! Warte mal, ich geh mal so. Da tut sich nichts. Das ist viel zu schwer. Das ist. Hör mal her, jetzt will ich's auch. Das geht nicht. Hier, das will ich jetzt. Ja, das kannst du knicken. Da bricht uns hier alles auseinander. Ja, das sei. Ah, stimmt. Ja, wegen dem Winkel. Ja, der Winkel ist kacke. Ja, wenn das weniger Gewicht wäre. Das werden wir auch noch verwenden, glaub ja, mal. Das wir werden wir. Nicht nutzen. Aber hier ist blöd, wenn wir das nur über den Baum legen würden. Das ist so ein Reifen, was wir hier gefunden haben. Ja, ja, wenn wir es über den Baum legen würden, okay, aber so nicht. Nee, das ist nicht mit dem Ding. Ja. Ja, okay, Leute. Dann müssen wir noch was anderes suchen fürs Gewicht. Wir haben hier einen Reifen gefunden, Leute. Sorry, das wiegt auf jeden Fall genug.
Hammer. Erstmal sowieso einfach nur provisorisch, weil ich will wissen, ob das überhaupt geht mit dem Gewicht. Ja. Vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht mit der Vorrichtung da oben. Wir nähen jetzt Knöpfe, Leute. Ja, Reifknöpfe, ne? So, das Gewicht, boah, Alter, der wiegt aber ordentlich. Ja? Ja, Mann, das wird nicht klappen. Schade. Oder? Das ist ja, der hat ja nichts mit Training zu tun. Ich weiß. Warte. Das Teil ist scheiße. Zieh mit. So, wenn es einmal oben ist. Ja, okay, warte. Okay, ich versuch das jetzt mal. Boah, das, der wiegt zu viel. Leute, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben das perfekte Gewicht. Genau, mit dem perfekten Gewicht wird das jetzt klappen. Einfach mal zeigen. Wir haben eine neue Trainingseinheit gebaut. Weiter geht's. Geil. Die Muskeln werden auf jeden Fall schön hier angeschränkt. Das sind so Schultermuskeltraining hier. Das ist richtig gut. Geil. Hammer, läuft doch, Leute. Scheiße, aber jetzt es regnet. Wieder, ja, es jetzt regnet jetzt wieder. Die Natur ist gegen uns gerade. Die Sonne ist wieder draußen. Ja, und trainieren hier kann wieder stattfinden. Hier wird trainiert und wir werden jetzt weiterbauen. Ja. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, was das hier für eine verrückte Aktion für uns ist. Ja, Schritt für Schritt. Erstmal bauen wir eine halbe Stunde, dann sitzen wir eine halbe Stunde und müssen uns verstecken vom Regen. Dann bauen wir wieder. Jetzt hat es wieder geregnet und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Jetzt bauen wir wieder. Ja. Let's go. Wir haben jetzt vor, an dem Baum und an dem Baum ein Seil zu befestigen und an den Seil werden wir ein Gewicht dran bauen, dann können wir das so, sag ich mal, hin und her schieben, dass wir so ein bisschen uns mal anders, ne, die Muskeln anders anstrengen. Ja, ich muss nur auf den anderen Baum jetzt kommen. Und lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall cool und auf jeden Fall ist das hier eine Sauarbeit, ey. Hält. Voll geil, ey. Krass. Okay. Dann werden wir schon mal hier was ran basteln. Ungefähr. Dann kann ich das gleich schön zusammen hochziehen. Oder nee? Nee, geh erst hoch. Erstmal hochgehen. Aber wir können das Seil, den wir brauchen in der Mitte, wo schon mal ran basteln. Ich habe was vor und zwar habe ich das in meinem Rucksack. Ich wollte da einen Karabinerhaken ran machen. Oh, wie geil. Das war der Gedanke. Müssen wir den jetzt ran machen, schon mal mit Seil? Ja, let's go. Okay, Leute, und genau. Woo! Ich weiß ja nicht, ob dieses dünne Seil das Gewicht halten wird. Michi meint ja. Also ja, wir können es irgendwann auch mal ersetzen. Ja. Aber erstmal testen wir das. Oh, das verhakt sich dort. Scheiße. So, dann noch. Ja, so sieht es jetzt aus. Wir haben es da hinten nicht geschafft, Leute. Das Seil ist da hinten abgebrochen. Jetzt haben wir vor, uns etwas zu bauen für Liegestütze. Das heißt, wir bauen oben etwas, wo unsere Füße rankommen und unten etwas, wo unsere Hände können. Dann können wir so Liegestütze machen und diese Dinger hier. Kommt mit, ihr werdet das gleich verstehen, wie wir das bauen. Jetzt haben wir vor, 3 von 1 oder 2 von 1. Einmal haben wir einen Sitzplatz. Gleichzeitig für Liegestütze, was auch immer, was man da noch mitmachen kann. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, guck mal, Leute. Das ist ja was Tolles hier. So. Perfekt. Und schön üben. Man kann auch, das ist jetzt der Plan, so auch die Füße hier rauf machen und da Liegestütze machen. Aber hier haben wir noch nichts. Und man kann natürlich auch ein bisschen sich kurz ausruhen, ne? Geil. Ganz angenehm, ne? Aber wie gesagt, das ist eigentlich für natürlich für Übung. Boah, das Hammer. Geht ab. Weil es so wackelig ist, ist das auch schwieriger runterzukommen. Deswegen ist das eigentlich eine coole Sportart. Boah, das ist richtig gut. Das macht Spaß hier, ja. Los geht's! Jo. Hammer, Leute! Puh! Geil!
ich habe hier eine kleine Idee fürs, ich sag jetzt mal, naja, Kreuzheben oder ja, mal gucken, was es wird. Auf jeden Fall hier das Seil durch. Ich mache jetzt einfach nur provisorisch, ja? Nur kurz zum Testen. Ich will nur wissen, ob das klappt. Er ist noch zu hoch. Das sieht doch gut aus. Ja, das ist aber noch zu hoch. Aber das ist gut, ja doch. Das passt. Weil das ist breit genug, dass der Stein nicht wackelt. Ja, geil, das nehmen wir. Ja, also das Fitnessstudio, was wir hier bauen, unser Forest Gym, ist nichts für Weicheier, du. Hier musst du schon eine harte Sau sein. Hier musst du mit Handschuhen arbeiten. Und hier musst du auch bereit sein, die Finger schmutzig zu machen, aber dafür zahlst du keinen Eintritt. Das stimmt. Und du hast die frischeste Waldluft, die es gibt. Okay. Perfekt. Ah, kann man machen. Ich glaube, andersrum wäre noch besser. Okay, wo stellen wir den hin? Das will ich aber auch kurz einmal ausprobieren. Ja, gerne. Auf jeden Fall nehme ich für das zweite Video, wo wir dann anfangen, richtig Sport zu machen, auf jeden Fall Handschuhe mit, ey. Alter. Dreh mal gerade den Stein einmal, dass das lange innen ist. Das ist. Stimmt. Genau. Geht das nicht so auf die Handgelenke? Ja, so ist geil. Okay. Das muss klappen. Okay. Und los. So? Ja, genau, das ist gut. Ah. Ja, bist noch ein bisschen schräg, Alter, aber. Das geht hier richtig auf den Oberschenkel. Ja, du musst den Rücken gerade machen beim Heben. Das ist gut. Richtig gerade. Ja, genau, so. Schön gerade bleiben. Perfekt. Oh, das, die Muskeln brennen. Perfekt, Mann. Okay, Mann. Klappt. Geil. Geiles Ding. Kurz aus. Woo! Ja, läuft doch. Und? Kannst du die Muskeln anstrengen, die du wolltest? Ja. Hey, und ich spare 40 Euro. Ha! Ich kann alles schön draußen machen. Ah, hier kann ich ja nochmal ein paar Klimmzüge machen. Ding hält sich wirklich gut, ne? Boah, das ist echt gut. Und Leute, wenn das euch gefallen hat, sowas mal einfach mal zu sehen und vielleicht auch euch irgendwie motiviert hat, sowas vielleicht selbst zu machen, das würde mich freuen. Schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Ja, es wird auf jeden Fall eine nächste Folge geben, wo wir, Sortis und ich, komplett mal die Sachen richtig austesten und euch erzählen, wofür das gut ist, für welchen Muskelbereichen. Aber heute ist es für diese Aufnahme fertig. Wir haben genug geschafft. Wir haben auch noch, ja, das hier hinbekommen, ist auch richtig cool. Und ja, das mit dem Bauen hat richtig Spaß gemacht. Oh, hab wirklich genug schon heute. Puh, ja, Sortis, schön, dass du dabei bist. In der zweiten Folge, Leute, werden wir das hier richtig mal ausnutzen. Haut rein. Yo. Hey, Leute, ist fertig, ne, das war's von diesem Video. Also, ja. Wir haben ja hier ein bisschen was jetzt hingebastelt. Ja. Vier Sachen, glaube ich, ne? Also eins. Die Stange. Zwei, drei. Mit dem dicken Stein. Vier. Ja, wir können jetzt mittlerweile schon echt viele Übungen machen. Ja. Ey, hast du Bock? Mit den Beinen einmal hoch? Mit den Beinen? Wie meinst du das? Mit den Beinen, hier die Beine rüber. Ah. Hast du Bock? Ja, komm, komm, zum Ende noch. Geht? Ja. Und? Geht doch. Ja, geil. Hammer. Leute, tschüss. Ja, perfekt. Wo ist der Ausknopf?